Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Gran Turismo 7. Bam, rein geht's mit Update 1.44. Es geht rein in den Toyota GT1, Lamborghini Urus und den Audi R8. Allerdings nicht aus der neuesten Generation, sondern eine Generation davor. Und wir gucken mal ganz kurz, was das Update 1.44 alles bringt. Die Fahrzeuge hatten wir schon. Wir haben neue Rennen, den Clubman Cup 600 auf Blue Moon Bay Speedway. Okay. High Speed Ring rückwärts Schwarzwaldliga. Das kann man mit Sicherheit dann mit dem Audi befahren. Den Clubman Cup mit dem Urus wahrscheinlich. Und dann haben wir, also wo das Auto ganz gut passt. Wahrscheinlich kannst du, ja, das eine, den Audi kannst du wahrscheinlich auch für den Clubman Cup nutzen, aber wahrscheinlich sind die Rennen dafür gedacht, dass man die neuen Autos direkt testen kann. Und in Toyota GT1 kann man wahrscheinlich direkt in Le Mans testen. Und es gibt die Sammlung Jaguar, ab Stufe 41 und höher. So, Konversation ist für mich weniger interessant, weniger spannend. Neue Motorenwechsel haben wir hier für den Evo 3, 4, 5, 6. Neues Color Package, okay. Und dann gibt es auch Fahrzeuganpassung, Scapes. Fukushima wurde als empfohlene Kuration zu Scapes hinzugefügt. Heißt es als neuer Ort auch tatsächlich? Oder helf mir da bitte gerade mal aus. Ach so, und man kann jetzt mit den alten Skylines auch beim GTR Cup mitfahren. Das ist natürlich cool. Offiziell getunt wurde es im Reglement für die Fahrzeuge, ja. Okay, also, werte Damen und Herren, Suchfunktion für Stichworte zur Inhaltssuche. Oh, das klingt gut. Das klingt gut, weil sonst musstest du immer quasi schauen auf gut Glück, dass du irgendwie ein Design findest. Ich habe mal den Controller abgestellt, der hat Vibration an und ist immer noch oben gewesen. Ja, was machen wir als erstes? Ey, ganz ehrlich, ich sag wie es ist. Ich habe Bock auf den Toyota GT1. Es ist für mich ein absoluter Gran Turismo Klassiker. 2,5 Millionen, das ist wahrscheinlich ein Gruppe 2 Auto. Ja, 844,84 Punkte, 570 kW, 820 Newtonmeter Drehmoment, 2 Meter breit, 1,125 hoch. Wow, 900 Kilo und mit Turbolader. Es ist so ein schönes Auto, also wirklich. Für mich sind der Toyota GT1, der 787B und der Nissan R93 GT1, das sind drei Autos, die wirklich so verstrickt sind, komplett mit Gran Turismo, mit der Historie, mit der Vergangenheit, die dieses Spiel hat. Der Penske Skyline gehört da natürlich auch sehr weit vorne mit dazu. Der Suzuki Escudo auch. Aber das sind so die drei Autos, an die ich als erstes denke, wenn ich zum Beispiel im Kopf habe, ey, wie sah das zum Beispiel aus auf in Gran Turismo 3 mit diesen verschiedenen späteren Meisterschaften. Da waren das die drei Autos, die immer, 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 immer mit da vorne dabei waren. Wir gucken mal ganz kurz, bevor wir zum Rennen gehen. Wir haben mir gerade überlegt, das wäre eigentlich nochmal eine coole Sache. Wir gucken mal ganz kurz, was im Tuning-Shop alles an diesem Auto machbar ist. Theoretisch. So, wir können bis hierhin noch nichts machen. Wir können Turbo hinzufügen. 6er 2 kW, das sind 30 kW mehr. Das ist gar nicht mal so unglaublich viel. 55 kW. Drehmoment steigt auch nicht so dramatisch an. Aber wir haben fast... Wow. Also... Wir haben fast ein Kilo pro kW. Das ist ja jetzt schon das Verhältnis. Eieiei, das ist wild. Okay, das manuell anpassbare Getriebe. Gut, wir haben halt schon... Aber kein Renngetriebe dabei, standardmäßig. Lachgas kann man hinzufügen. Ja, sonst nicht so viel. Okay, also ein Auto, was eh schon sehr extrem ist. Wie viele Leistungspunkte hätte er, wenn man das Getriebe hinzufügt? Kaum mehr. Und beim Turbo auch. Also 852 Punkte beim Turbolader bei mittlerer Drehzahl. Okay. Ja. Schönes Auto. Ich freue mich. Ich hoffe, der ist gut fahrbar, weil das wäre wirklich so ein 10 von 10 Ding. Gehen wir nach Le Mans. Und da haben wir das Rennen. Da ist auch schon der CLK LM drauf. Der Toyota GT1 ist übrigens, wie hoch ist der Reifenabrieb? 8-fach. 10 Runden! Oh mein Gott, das wird eine längere Folge. Ich habe ultra Bock drauf. Die Folge kommt dann einen Ticken später vielleicht, aber... Wow. Ey, ich freue mich übelst. Okay, let's go, let's go, let's go. 10 Runden. Jawohl. Das Auto ist seit Gran Turismo 2 im Spiel drin. In der Spielreihe. Ich kann nicht schalten. Ich kann nicht lenken. Hä? Ah. Weil ich den Controller falsch hingestellt habe. Sorry. Erneut versuchen. Das war peinlich. Wahrscheinlich wurde der rechte Trigger dadurch
gedingst und deswegen konnte ich hier nicht Gas geben, schalten, was auch immer. Aber die Tasten konnte ich betätigen. Interessant. Okay. Minimal unruhig beim Beschleunigen. Gott, ich habe ein bisschen Camera Movement dabei, wenn ich zum Scheitel fahre. Er wirkt auf der Geraden potent. Ist er schneller als der CLK-LM? Ja, seit Gran Turismo 2 ist das Auto dabei. Da vor allem in sehr schwierigen Lizenzen gewesen. Sagt man das schwierig oder schwer? Ich weiß es nicht. Ich glaube schwer. Schwere Lizenzen. Boah. 42,5. Okay, ich sollte aber vielleicht einen Ticken früher hochschalten. Weil wir haben... potenziell, wenn alles passen sollte, sogar die Möglichkeit, auf 5 Runden pro Cent rauszukommen. Eieieiei. Ich werde übrigens gerade mehrfach angerufen von verschiedenen Leuten. Die haben sich gerade alle an mich erinnert und haben mich wahrscheinlich unfassbar gern. Oh. Hui. Huh. Kurzer hier so Schweißausstoß. Aufnahme läuft. Das ist schon mal gut. Ja, 5 Runden kriege ich wahrscheinlich eher weniger hin mit dem. Aber die Gänge mit dem auszudrehen ergibt wahrscheinlich eher weniger Sinn, ne? Weil Turbo ist ja in Gran Turismo oft so, hey, Ticken vor Optimum schalten, also vor Höchstdrehzahl schalten, ergibt durchaus Sinn. Oder anders formuliert, Gänge ganz ausdrehen, muss nicht. Also ich finde, der ist natürlich ein bisschen unruhig. Der Turbo sorgt dafür, dass man sich nicht uneingeschränkt wohlfühlen kann mit dem Auto. Aber er hat schon ein gutes Grip-Niveau, das definitiv. Nach einer bestimmten Geschwindigkeit geht das auch ganz gut klar mit dem Abtrieb. Oh, wir haben 80% Sprit. Also wenn ich die Gänge jetzt nicht bis zum absolut erdenklichen Limit ausdrehe. Ja, okay, da hat man es zum Beispiel gesehen. Ich muss auch sagen, by the way, der Sound gefällt mir gut. Gerade draußen hat mir gerade der Sound echt gut gefallen. Der Außenansicht. Ich will mit der Außenansicht anbremsen, weil ich will die Lämpchen sehen. Das ist so schön süß und klein. Das ist so gut.
Einfach nur geil. Den Audi 8 und den Lamborghini Urus werde ich mir in einem separaten Video anschauen. Weil wir haben jetzt ein Rennen, das 10 Runden lang geht. Wir werden fast 35 Minuten Rennzeit hier wahrscheinlich abgespult haben am Ende. Die Frage ist natürlich, wie schnell tankt man in diesem Rennen wieder auf, weil man kann die Geschwindigkeit, Benzindurchflussmenge so gesehen, beim Auftanken bestimmen. Oh mein Gott, wir fahren fast 3,50. Ich meine, gut, wir haben keine BOP hier drin. Aber ich habe das Gefühl, das könnte für so Gruppe 2 Le Mans Rennen echt Meta sein, dann den Toyota hier zu nutzen. Das Kanonenrohr. Es gibt übrigens aktuell ein Rennen in Spa-Francorchamps, was auch mit Regen verfeinert wird. Das freut mich sehr, weil das ist eigentlich genau mein Ding. Warum sind hier so viele Gruppe 3 Autos dabei? Man merkt aber wahrscheinlich so 100% habe ich mich doch nicht an den gewöhnt. Meine CKLM, der ist hier auch gefühlt eine komplette Bank. Das ist halt schon irgendwie ein bisschen ein anderes Auto. Und wenn ich die ganze Zeit mit dem CKLM rumcruise, dann ist es auf jeden Fall schon mal ungewohnt, mit dem hier jetzt entlang zu brettern. Ja, aber ansonsten, wenn du das Lenkrad ein bisschen gerade hältst beim Rausbeschleunigen, dann ist das schon echt gut. Ja, der fährt sich super. Wie gesagt, hat seine wichtigen Momente. Es ist halt ein Auto mit Turbo in Gran Turismo 7. Das ist immer ein wenig, kritisch. Let's go. 17, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vor allem die Zeit, die wir aufholen, die wird ja immer mehr und mehr, je weiter wir auf der Geraden fortschreiten. Alter! Das ist komplett verrückt, das Auto. Zwei Sekunden haben wir nach zwei Sektoren oder so. Wie gesagt, man merkt, ich werde immer mehr und mehr firm mit dem Auto. Optimale Zeit ist 3,29,7. Muss man wieder ein bisschen vorsichtig sein. 3,29,4 habe ich immer noch. Als optimale. Ich glaube, es ist unverändert zu eben. Ah, wird es gerade heller, weil ich glaube, die Display-Anzeigen wurden jetzt auch heller. Nee, hä? Jetzt wird es wieder dunkler gefühlt. Oder achte ich einfach nur die ganze Zeit auf verschiedene Sachen und mir kommt es so vor. Alias, ich halluziniere oder was? Gruselig. Bitte nicht. Ey, dieses Auto prescht nach vorne bis zum geht nicht mehr. Für die Leute, die das Video jetzt ein paar Tage, Wochen später sehen, nachdem das Paket erschienen ist, ihr könnt die Autos natürlich allesamt kaufen. Den Audi und den Urus, die gibt es bei der Brand Central. Den hier müsst ihr beim exklusiven bzw. legendären Fahrzeughändler kaufen. Und da muss man halt einfach warten, bis er wieder verfügbar ist. Die sind nicht permanent alle verfügbar. Da gibt es eine Rotation. Da muss man halt eben schauen.
3:30:1. Nice. Optimale Zeit ist eine 3:29:3:21. Ich muss den Sprit mal auschecken gleich. Am Ende dieser Runde brauche ich auf jeden Fall 20% mindestens. Ja, ein bisschen davon, dass die Pace fehlt, ist wahrscheinlich auch Perspektivensache. Find's, by the way, spannend, dass Leute dann sich nach, ich glaube mittlerweile über 250 Singleplayer-Videos immer noch melden und sagen, dass ihnen die Gesicht nicht gefällt. Ich kann es verstehen, das ist ein legitimer Kritikpunkt, aber wenn man halt eben ein bisschen auf Performance aus ist und gerade im letzten Video, wo das auch mal angemerkt wurde, da waren wir jetzt auch in Rennen, die jetzt nicht zwingend die einfachsten sind. Das eine war so ein Chili-Schoten-Rennen in der Gruppe 3. Das andere ist ein Rennen gewesen, das wir im vorigen Versuch im Porsche nicht gewonnen hatten. Da will man halt ein bisschen auf Performance aus sein. Ja, und allgemein fühle ich mich beim Fahren halt mit dieser Perspektive am wohlsten. 3:29:0. Also die Autos müssen definitiv gebobbt werden für die Gruppe 2 Online-Rennen. Weil wir sind hier dramatisch schneller als das, was mit so einem CLKLM oder so hier drin ist. Das ist aber fast 10 Sekunden langsamer, glaube ich. Oder 7, 8 Sekunden oder so. Krasses Auto. Ist auf jeden Fall saumäßig geil. Die Hinterreifen bauen halt sehr schnell ab. Das liegt gut einerseits daran, dass wir hier wahrscheinlich recht viel Stop and Go haben. Stop and Go, genau. Stop and Go haben. Zum anderen haben wir halt ein Turbo. Turbo beim Kurvenausgang bedeutet halt auch durchaus mal, ja, das Auto könnte ein bisschen unruhig werden. Da gibt es vielleicht mal den einen oder anderen Moment, wo das Auto Schlupf hat. Und wahrscheinlich sind wir genau da halt auch gerade hingekommen. Sehr, sehr oft hingekommen mit. Ich hätte jetzt eigentlich nochmal eine schnellste Runde drehen wollen. Ist eigentlich auch Sprit sparen. Wegen genau sowas kommt dann halt exzessiver Reifenabrieb hinten zustande. Vorderreifen sind fein. Da passiert nichts. Oh oh. Oh oh! Das habe ich jetzt nicht verstanden. Okay. Damit hat sich die schnellste Runde erübrigt. Alles gut, Spiel. Blend das ruhig mal aus. Das ist auch eine schöne Perspektive, wenn ich ehrlich bin, ne? Boah. Hier hast du halt weder Rückspiegel oben. Noch hast du die Anzeige in der Mitte von Kraftstoff und Co. Was ich halt sehr schade finde, weil dadurch durch beide Faktoren disqualifiziert sich diese Perspektive für mich, weil könnt ihr gar nicht die Taktikspielchen sehen mit so Sprit und so. Wir haben 19% zu Rundenbeginn jetzt gehabt. Schade, dass das Rennen nicht schwerer ist. Da hätte ich mir durchaus eine Challenge gewünscht. Optimum ist eine 3:28:7. Wow. Ich finde es schön, dass ich das Lift and Coast mittlerweile so gut antizipieren kann. Also wann gehst du vom Gas und wann gehst du in Abhängigkeit davon, dass... Wann gehst du in Abhängigkeit davon, wann du vom Gas gegangen bist, auf die Bremse? Finde ich saumäßig geil.
ist so ein Skill, den ich mir dann in iRacing irgendwann mal antrainiert habe. L5 nach hinten. Schauen, im sechsten Gang, wie beschleunigst du jetzt hoch? Also auch bei niedrigen Drehzahlen, das Ding, man sieht, der Turbo greift mehr und mehr und mehr und mehr ein. Also Hammer. Kaum Zeit verloren, obwohl ich so früh den sechsten da geschaltet habe. Was passiert hier gerade? Ich habe das Gefühl, du kannst dieses Auto fahren, wie du willst. Du bist schnell. Es sei denn, du drehst dich oder hast hier Untersteuern. Aber wer hätte denn vor den Porsche-Kurven, in den Porsche-Kurven Untersteuern? Das ist ja total cringe. Würde mir ja nie passieren. Guck. Ey, ich habe so viel hin und her geswitcht mit den Gängen. Ich bin nur 48.000stel langsamer als... Was so... Was passiert hier gerade? Der Sektor war 48.000stel langsamer als eben. Okay, die Spritersparnis ist... Ja, doch vorhanden tatsächlich. Ich wäre jetzt auch wahrscheinlich 1% hinausgekommen gerade. Also hätte ich so... Was hätte ich denn verbraucht? Ich glaube, bei 19% war ich, ne? Dann hätte ich jetzt 18% verbraucht. Das geht sogar voll. Hm. Also, Toyota GT1 für 2,5 Mio. ist eine Kaufempfehlung. Ist sogar relativ günstig, tatsächlich. Fahren die alle weiter? Krass. Kann ich die gleich nochmal überholen? Da freue ich mich jetzt schon drauf. Okay, das Nachtanken geht auch echt schnell. Esso! Also theoretisch kann ich auch die ganze Zeit beim siebten, bei 7K hochschalten. Mal schauen, wie sich das Auto dann so fährt und wie sich dann der Spritverbrauch verhält. Oh, Führungswechsel an der Spitze. Dieses Auto ist einfach nur brachial. Diese Beschleunigungswerte, unabhängig von der Drehzahl, sind halt einfach verrückt. Da sieht man auch, wie der Turbo sich langsam aufbaut und man merkt auch, da kommt immer... Also der Geschwindigkeitszugewinn, der nimmt nicht ab, der nimmt eher zu. Gut, ist natürlich irgendwann klar, wenn du wirklich, wirklich untertourig fährst und im hohen Gang bist, aber wir haben am Ende der Geraden trotzdem 3,24 geschafft gerade. Das ist noch nicht mal die schnellste Gerade. Kommst halt mit einem relativ niedrigen Tempo raus aus der Kurve. Wahnsinn. Ich bin mal gespannt auf das nächste Gruppe 2 Le Mans Online-Rennen. Wie der dann performt.
Wieder mal verbraked. Wir müssen halt gucken, wie viel Sprit wir jetzt bei der Boxenausfahrt haben. Weil dann hätten wir da die Runde quasi vervollständigt. Ich muss auch versuchen, mit dem dritten Gang aus den Kurven raus zu beschleunigen. Sprittechnisch 18% verbraucht. Moment, dritter Gang. Sollte eigentlich echt gechillt sein, weil dann hast du auch nicht diesen plötzlichen Turbo-Punch. Weil du ein bisschen untertouriger fährst. Furchtbare Linienführung, aua! Oh mein Gott. Okay, ich bin die Runde echt schlecht gefahren bisher. Die Penalty ergänzt das alles ganz gut. Oh mein Gott. Jetzt versuche ich aber auch ans Limit zu gehen und bin da slightly drüber. Hilfe Facht, wie in Italia. Habe ich doch ein bisschen was verloren auf der Geraden. Vielleicht ist Untertourig fahren. Ich wäre noch nicht ganz schlau draus. Mir geht es halt um Folgendes gerade. Wenn du den wirklich Untertourig fahren kannst, dabei Sprit Spaß und trotzdem wenig Leistung verlierst, bis vielleicht sogar gar keine, dann wäre das absoluter Hammer. Weil dann kannst du dieses Auto halt für Rennen benutzen, wo halt vielleicht das Sprit nachfüllen nicht so schnell eingestellt ist. Oder kannst halt anderweitig noch taktieren. Kannst halt dann überlegen, jo, wie mache ich das jetzt am besten? Dass ich dann auch eine fünfte Runde oder so, wie jetzt hier, fahre. Damit man da noch einen Stopp weniger machen muss. Gerade voll verwirrt. Aber ja, die Strafe kickt natürlich in dem Moment rein. Absolut tolles Biest hier. Und ich muss tatsächlich sagen, ich bin sehr happy über dieses Update und darüber, dass es meiner Meinung nach zumindest wenig an der Autoauswahl zu mäkeln gibt. Also klar, beim Audi, also da hätte ich mir zumindest den neuen R8 eher gewünscht noch. Bei Audi mittlerweile nicht mehr meine Baustelle ist, weil ich da mal ein sehr, sehr unerfreuliches Ereignis hatte, was mir die Marke auf Lebenszeit zumindest ein bisschen erschwert hat. Wobei auch das ist vielleicht ein bisschen zu hart gesagt, aber das war einfach ein unschönes Szenario.
Aber ja, fernab davon muss man halt sagen, es sind drei... Nein, das wird eine Strafe geben wahrscheinlich. Es sind drei tolle Autos, die hier drin sind im Spiel. Bin zwar jetzt nicht der größte SUV-Fan, aber da kann sich keiner beschweren. Du hast einen Klassiker-Rennwagen, du hast einen modernen Supersportler und du hast ein modernes SUV-Auto. Alle drei dürften ihre Fanbase haben. Ärgerlich wegen der Strafe, weil jetzt bin ich halt auch wirklich mal echt flott gewesen. Trotz Shortshiften. Ja, in so Momenten kann der dann noch mal gemein sein. Das wäre dann vielleicht so der Moment, der für mich das Zünglein an der Waage wäre, zu sagen, okay, vielleicht fahre ich dann doch lieber den CLKLM in den Online-Rennen, wenn es sie dann mal wieder gibt. Das mit dem Schwierigkeitsgrad ist wirklich schade. Da hätte ich echt gern nochmal die Challenge gehabt. So, mal schauen, was jetzt zeitentechnisch noch geht, alles. Oh! Wie gesagt, das Auto macht manchmal, was es will. Ja, das ist ein Auto mit Turbo in Gran Turismo 7. Da muss man sich gewöhnen. Aua. Enge Kiste.
geht mit den Sektoren aber auch echt immer hin und her. Ich werde in der letzten Runde nochmal versuchen, eine Bestzeit zu fahren. Das versuche ich jetzt auch, aber... Nach den ersten 3-4 Kurven kann ich es wahrscheinlich komplett vergessen. Und die Hinterreifen bauen halt zunehmend ab. Fehlen aber gerade mal 1,8 Sekunden. Ja, das ist halt das Ding, mit dem so schön stete Zeiten zu fahren. Kann mir leichteres vorstellen. Abfahrt. Auf einen guten Run nochmal. So. Oh oh. Alter. Ach. Egal, pushen. Ich will eine Zeit unter 3,30 haben. Das ist doch nicht so viel verlangt. Okay, das war gut. Gibt's auch keine Strafe. Mein Gott, ich könnte auf die letzten im Feld auflaufen. Ich sehe schon jemanden, der gerade die Schikane eingebogen ist. Ich glaube, ich habe sogar zwei Autos gesehen. Also, Tête Rouge war super. Wenn ich die vor mir jetzt wirklich an passenden Stellen erwische, dann könnte es sogar helfen. 7 Zehntel sind wir noch hinterher. Ich muss auch 9 Zehntel in dieser Runde irgendwie finden. Das ist sogar eine Zeit, die optimale nochmal gedrückt hat. 3:27.693 jetzt in der Zwischenzeit mal. Nice. So, weiter. Später als für die erste Schikane anbremsen. Keitel bisschen verpasst, passt. 4 Zehntel wieder verloren. Ach komm, Digga. Let's go. Push. Nochmal 3 Zehntel geholt. Komm, das ist zwar blaue Flagge, aber fahr ruhig weiter. Da haben wir einen Honda vor uns. Muss ich halt vorstellen, das sind auch Gruppe 2 Autos. Ja, mit frischeren Reifen wäre hier safe deutlich mehr drin. Aber allein die Diskrepanz zwischen optimaler Zeit und Bestzeit von mir zeigt halt, es ist ein saumäßig schnelles Auto. Aber unter den Bedingungen, mit den Leistungswerten, wenn da keine BOP angewandt wird, wodurch das Auto wahrscheinlich nochmal deutlich langsamer und vermutlich auch kontrollierbarer wäre, da ist er auch echt schwer zu handeln. Na gut, spätestens hier ist die Bestzeitenjagd wahrscheinlich auch noch wieder durch. Aber trotzdem, Toyota GT1, ich bin happy, dass er im Spiel ist. Geiles Teil. Und das Rennen war zwar ein bisschen wenig herausfordernd. Bisschen zu viel alles im Hell gewesen. Und jetzt kommt auch noch die Batterie
Statusanzeige hier vom Controller. Nee, aber von dem Rennen habe ich auch mehr erhofft. So ein kompletter Tag-Nacht-Zyklus wäre cool gewesen. Ja, werte Damen und Herren. Schönes Auto. 400.000 Credits nach Hause geholt, noch ein Roulette-Ticket. Damit hoffe ich, ihr hattet viel, viel Spaß bei dieser Ausgabe mit dem Toyota GT1 mit eurem wunderschönen Dave. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Däumchen da, lasst gerne ein Abo da. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Und dann sehen wir uns wieder bei GT7. Ciao, ciao!